Trapezius. Rezepte aus dem antiken Rom. Teil 2 von Nora Storm. Kurzzusammenfassung. Apicius hat mich nicht mehr losgelassen und deshalb koche ich wieder was aus Sally Grangers Kochbuch Cooking Apicius. Aber jetzt nur 5 Rezepte, beim letzten Mal waren es 6, da habe ich mich also ein bisschen übernommen. Aber heute koche ich dafür den Hingucker, also die Krönung, das große Experiment, nämlich die gefüllten Lamian. Laut Sally Granger das beste Rezept des ganzen Apicius. Es gibt aber noch weitere Gerichte. Ich koche noch das Köderfisch-Soufflé, die Lammlende in Assant, bunte Karotten mit Kreuzkümmel sowie einen Obstkäse-Dip. Aber vorher gibt es noch ein paar Details und Hintergründe zur antikrömischen Küche und aus Anlass der Lammnieren noch mal einen kurzen Exkurs zum Restanten aus dem Gruselkabinett der englischen Küche des 20. Jahrhunderts, nämlich Steak and Kidney Pie. Wenn das also nicht interessiert, der kann gleich mal 10 Minuten weiterspringen im Vlog und zugucken, wie ich also mit Finger und Messer zugleich in winzigen Lammnieren rumhantiere. Gott sei Dank unfallfrei, alles noch dran. Apicius, Teil 2. Im ersten Teil habe ich also schon Sally Grangers wundervolles Kochbuch vorgestellt, Cooking Apicius. Apicius ist das einzig erhaltene Rezeptbuch der römischen Antike und für Cooking Apicius hat Sally 60 Rezepte von den ursprünglich 450 ausgewählt und des Weiteren beschreibt sie hier drinnen Kochen und Esskultur im antiken Rom. Sie gibt eine Einführung in die Zutaten, die also die antike Küche ausmachen. Darauf bin ich also in meinem ersten Apicius-Vlog schon eingegangen. Jetzt nochmal kurz zur Erinnerung, Gewürze, Fischsoße, Schweinenetz. Das begegnet uns jetzt nämlich auch wieder. Gewürze. Also die römische Küche ist eine Explosion an Gewürzen. Und wie ist das erklärbar? Also zum einen werden die Gewürze wohl wie bei uns im Mittelalter dazu benutzt, um den Geschmack von gammeligem Fleisch und gammeligem Gemüse zu übertünchen. Zum anderen sind diese Gewürze auch ein intensives Erlebnis in einer Kultur, die es gern intensiv hat. Panem et circenses, Brot um Spiele, Dekadenz, Lust, Vergnügungen, Eskapismus. Da passt so ein Feuerwerk an Gewürzen ins Mindset. Insbesondere, wenn man selbst nicht vom kostenlosen Brot zum Überleben abhängig ist. Kostenloses Brot. Der römische Bürger bekam als politische Ruhigstellungsmaßnahme seit dem Ende der Republik kostenlos Brot. Und solange also die Schiffe aus Alexandria, also aus Ägypten, mit Korn an Bord in Ostia anlanden, ist in Rom innenpolitisch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn man jetzt aber als vermögender Römer nicht auf dieses geschenkte Brot angewiesen ist, dann werden viele Gewürze im Essen zu einem Statussymbol. Man kann es sich leisten. Und da protzt man dann auch schon mal im Überschwang. Meist werden mehrere Gewürze für ein Gericht verwendet und da wird von der Menge her nicht gekleckert, da wird geklotzt. Die vielen Gewürze in Einklang zu bringen, sozusagen Harmonie zwischen ihnen zu stiften, das ist die Rolle der allgegenwärtigen Fischsoße, Garum genannt. Also zum Glück ist Garum unseren asiatischen Fischsoßen ähnlich, man kann es also leicht besorgen. Denn ohne Fischsoße geht in der römischen Küche gar nichts. Sie bringt das Salz ins Gericht und sie ist der Friedensstifter zwischen so dominanten Gewürzen wie Koriander, Minze, Liebstöckel, Fenchel, Pfeffer, Asant. Der Asant, das ist ein Harz, also sehr intensiv und sehr exotisch. Finde ich ganz toll. Und das sind also auch die wesentlichen Gewürze, die wir heute brauchen. Zuletzt das Schweinenetz. Und heute kochen wir auch wieder mit einem alten Bekannten vom letzten Mal, nämlich dem Schweinenetz. Da freue ich mich schon drauf. Also ich fand das beim letzten Mal schon voller Erfolg. Und dieses Mal brauchen wir das Schweinenetz für die Lammnieren.
Also das Schweinenetz hat sich bei meinem letzten Videoblog als so eine Art Straßenfeger erwiesen, denn ich wurde ständig darauf angesprochen, hier kurze Antworten. Das Schweinenetz ist die Haut, die die Organe des Schweins umgibt und es besteht aus Fett. Das Fett schmilzt dann beim Braten und macht das, was es umwickelt, saftiger und es wirkt wie jedes Fett als Geschmacksverstärker. Wer also Datteln im Speckmantel in der Tapasbar mag, der wird das Schweinenetz lieben. Und wer jetzt meinen ersten Blog zu Apicius nicht gesehen hat und mehr über die Küche im antiken Rom wissen will, also welche Zutaten, was ist ein Triclinium, warum heißt das Kochbuch Apicius, das sollte sich jetzt gerade einen Link öffnen zu meinem Kanal. Und auch am Ende von diesem Videoblog kommt direkt ein Link in diesen ersten Apicius-Vlog. So, begeben wir uns auf die zweite kulinarische Zeitreise ins antike Rom. Ich koche, wie gesagt, 5 Rezepte nach und darunter ist auch eins, also sowas habe ich noch nie gemacht, totale Premiere, die gefüllten Langnieren. Heute mache ich nicht nur eine Zeitreise ins antike Rom, heute mache ich auch eine Zeitreise in meine eigene Kindheit. Heute koche ich gefüllte Langnieren. Warum ist das eine Reise in meine Kindheit? Also ich bin mit Innereien aufgewachsen und ich habe eigentlich nur traumatische Erinnerungen daran. Also saures Lümmel, Nieren, also das stellt mir immer noch die Haare auf. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich muss mich einfach mal mit dem Trauma, dem Innereien-Trauma meiner Kindheit auseinandersetzen. Und Sally Granger verspricht in ihrem Buch, dass die gefüllten Langnieren von Apicius noch jeden überzeugt haben, dass Nieren ein ganz tolles Potenzial haben. Und sie sagt, es sei das beste Rezept von Apicius. Also nicht nur aufgrund meines Kindheitstraumas stehe ich da Sally Grangers Einschätzungen skeptisch gegenüber. Sie als Engländerin hat da nämlich vielleicht eine ganz andere Sozialisierung wie ich, also kulinarische Sozialisierung wie ich. Mit Nieren, da hat sie vielleicht Toleranzen, die ich nicht habe. Nieren sind nämlich heute noch ein wichtiger Bestandteil der englischen Küche, genauer gesagt ein Klassiker des englischen Pubfood, Steak and Kidney Pie. Das ist eine Art Gulasch, das aus Fleisch, Steak und Nieren, Kidney, besteht. Nieren sind billig, Abfallprodukt, Steak and Kidney Pie ist also billig und nahrhaft deftig zugleich. Das war früher klassisches Essen für Arbeiter, Working Class, Stahlarbeiter, Kohlekumpels aus den Midlands, die also im Pub zu ihrem Bier noch was Deftiges essen wollen. Für deutsche Touristen im 21. Jahrhundert, da gehört Steak and Kidney Pie eher zum Gruselkabinett der englischen Küche. Also, in England 20. Jahrhundert, Nieren billig essen. In Rom ist es anders. Im antiken Rom, da waren nämlich Innereien was Besonderes. Da hat man ganz anders gedacht. Da hat man gesagt, viel Fleisch in einem Tier, aber ganz wenig Innereien. Also ganz viel Fleisch, 2 Nieren. Deshalb, wenn es von etwas wenig gibt, dann ist es begehrenswert. Und deshalb teuer und auch für die Gourmet-Küche geeignet. Und deswegen schwanke ich jetzt auch gerade. Also sind die Nieren eher bäh, so wie ich das in meiner Kindheit in Erinnerung habe, oder hat Sally Granger recht und das ist ein Highlight des Kochbuchs. Die gefüllten Langnieren. Erstmal die Füllung. Pfeffer und Fenchelsamen, also da muss man erstmal so ein bisschen am Mörser arbeiten. Der Fenchel, der duftet total intensiv, das ist eine ganz tolle Mischung mit dem Pfeffer. Wahnsinnig scharf, dann Pinienkerne und massenhaft frischer Koriander. Fischsoße statt Salz und wer Lust hat, der kann das alles im Mörser klein stößeln. Also ich habe den Stabmixer genommen. Und rauskommt eine unglaubliche Füllung, total lecker, also auch in Rom-Zustand. Aber wie kriegt man das jetzt alles in diese kleinen Nieren rein?
Die Nieren sind sehr aufwendig beim Zubereiten. Also zum Glück habe ich von einem Kollegen gehört, dass man bei Hühnerherzen gut beraten ist, die Gefäße rauszuschneiden, weil die beim Braten hart werden. Das habe ich dann jetzt auch bei den Nieren gemacht, also Gefäße rausschneiden. Lammnieren sind echt klein, Gefäße noch kleiner und richtig gut rein verwachsen in die Niere. Also so mit scharfem Messer und Finger zu hantieren, da in der Niere wild rumzupopeln, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber nichts passiert, alles lebt noch, kein Blut geflossen. Dann Füllung zwischen die Nierenhälften geben und da braucht man jetzt das Schweinenetz, um alles zusammenzuhalten. Und da ist es jetzt schon optisch ein echter Hingucker. Anbraten, dann ins Ofenrohr. Und hier sei eine kleine Kritik an dem Kochbuch angemerkt. Sally Granger gibt zwar an, wie heiß der Ofen sein soll, aber nicht, wie lang es drin bleibt. Das muss man dann schon selber irgendwie aus seiner Erfahrung wissen. Ich habe es eine halbe Stunde drin gelassen, das war fast schon ein bisschen zu lang. Und dann Verkostung, Trommelwirbel. Die Nieren sind sensationell. Mein Nierentrauma ist vorbei. Sally Granger hat recht. Das ist das beste Rezept des Buches. Umwerfend. Also das Fleisch der Nieren ist weich und zart, hat einen intensiven Geschmack und Geruch. Nicht unangenehm, aber diese Füllung dann auch. Also diese intensive, wuchtige Füllung. Ganz, ganz toll. Passt irrsinnig gut da dazu. Beides ist in einem ganz harmonischen Einklang. Intensiv, aber harmonisch. Also das werde ich ganz sicher nochmal kochen. Sensationell. Also Freunde und Verwandte, wenn ihr wollt, dass ich das für euch koche, bitte melden. Das Köderfischsoufflé. Das Köderfischsoufflé hat mich beim Durchlesen schon total fasziniert. Patina mit Köderfisch. Also Patina, das ist so Omelette-Soufflé mit Eiern. Und was ist jetzt Köderfisch? Im Englischen Whitebait. Köderfische, das sind so ganz kleine Fische, sowas wie Sardellen, die in Schwärmen vor Italiens Küsten unterwegs sind. Bei Palinuro im Cilento, also Kampagnen. Auf Italienisch heißen die Sardellen Alici. Hier mal ein gemischter Alici-Teller vom Trigufi in Pescotta. Leider war es mir nicht möglich, so kleine Fische in München aufzutreiben. Weder frisch noch eingefroren, weder Sardellen noch Sardinen. Ich will mir dann eben behelfen mit Matjes. Es sind jetzt Matjes mit wie extra wenig Salz und extra wenig Säure. Aber um das gleich mal vorwegzunehmen, das hat eingeschränkt funktioniert. Vom Prinzip her ist das ein einfaches Omelett, zusätzlich mit Fisch drin, das in der Pfanne rausgebacken wird. Und das ist der Teil, der echt super funktioniert hat. Omelett mit Fisch, ganz toll. Aber nicht mit Matjes. Es ist einfach zu salzig. Für die Lammlenden gibt es eine Marinade. Der Hauptbestandteil ist der Asant. Asant soll das Fleisch weich machen. Und auf jeden Fall riecht es auch intensiv, also richtig spannend. Diese Intensität geht dann ein bisschen beim Braten verloren. Ich habe die Lenden auch ein wenig zu lang angebraten, aber sie sind wenigstens nicht schwarz geworden wie die Frikadellen beim letzten Mal. Hat sehr gut geschmeckt, besonders auch mit dem Dip. Also der Dip aus Obst und Frischkäse ist ein Bringer. Weintrauben und Datteln bringen also dieses Fruchtige und Süße, dann wieder tiefer Griff in die Gewürze, Minze und Liebstöckel, Pinienkerne und schließlich Frischkäse. Fischsoße, Weinessig, also leicht zuzubereiten. Gerade wenn man es nicht mit Mörser macht, sondern mit dem Mixer. Also es schmeckt wirklich lecker. Eine ganz tolle Soße, auch gerade zu Lamm, mit so einem leicht minzigen Unterton. Karotten mit Kreuzkümmel, da kommen eben die alten Karottensorten wieder zum Glänzen, die man jetzt kaufen kann, also diese bunten Sorten. Optisch ist das was wirklich Schönes. Leicht zuzubereiten, Karotten erst blanchieren, dann im Ofen braten. Der Honig sollte karamellisieren, ist mir nicht gelungen, wahrscheinlich war mein Honig dazu fest. Der Kreuzkümmel ist eine nette Kombination zu den Rüben. Also insgesamt ist das eine leichte und fröhliche Beilage zu deftigem Fleisch.
Also insgesamt eine ganz wunderbare Kombination von Gerichten. Also jedes hat mich fasziniert. Aber unangefochten ein Hauptdarsteller, die gefüllten Nieren. Das ist ein tolles Buch, ganz, ganz tolle Rezepte, ganz dichte, starke Geschmacksnoten. Also bei mir kann die römische Küche einziehen.